Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Rome 2 Total War mit den Römern. Ja, erstmal vielen Dank für eure Posts. Mal ganz besonderen Dank an dieser Stelle Melech David, wenn ich den richtig ausspreche. Der postet mir immer wieder, ist super. Auch Philipp wieder an dieser Stelle, mal ein tolles Dank. LP mit Geiger hat sich neu aufgetan. Und an dieser Stelle sei erwähnt, For the Epicness möchte eine XCOM-Folge haben. Die werde ich ihm heute aufnehmen. Ja, ihr könnt Wünsche, Anregungen jederzeit posten. Und ich werde versuchen, sie dann auch immer so halbwegs umzusetzen. Auch wenn ihr sagt, okay, mach doch einfach mal was anderes, also nimm jetzt nicht Kleinasien ein, sondern erober zuerst Gallien. Ich bin geneigt, dem auch dann zu folgen, solange es halt Sinn macht und ich meine Truppen nicht verheize. Ja, wir spielen wieder eine Runde mit den Römern. Hab ja mittlerweile auch wieder die Karthager am Start. Oh! Marcia. Die Averna. Ja, das nehmen wir mal mit auf. Das ist eigentlich ganz praktisch. Vielleicht machen die Marsilia platt und wir können dann Marcia einnehmen. Das wäre natürlich das Schönste, was uns passieren könnte. Aber ich habe jetzt wirklich vor, erst mir Anatolien, also das Gebiet der heutigen Türkei, zu holen. Um da in den asiatischen Raum noch mehr vorzustoßen. Und ich denke, das wird uns auch gelingen. Ah, Marsilia bettelt sich da unten schon schön. Wunderbar. Ist also kein schwacher Verbündeter, das ist ganz gut so. Pergamonski. Die sind ja in meinem Sweben Let's Play recht stark, die Pergamonen. Aha, aber hier röcheln sie aus dem letzten Schützenfest. Der versucht doch jetzt da glatt einen Aufstand anzuzetteln, dieser kleine Depp. Und da geht er mit seiner letzten großen verbliebenen Flotte aufs Meer. Triumph, okay. Wieso das? Jetzt schlägt's 13, warum denn das? Rang erhöht. Okay, wo ist der denn? Ah, der hier unten. Okay. Das ist der hier. Aber der ist doch eigentlich... Ist der so toll, ja? Dem geben wir mal eine List mit. Secundus Camillus. Können wir mal gucken. Manipulation, da haben wir eine recht gute Chance. Ist das hier hinten auch? Ja, das ist leider auch ein... Spione. Gegen Spione sind die doch ganz anfällig. Aber da haben wir leider wahrscheinlich nur einen hier unten. Aber der kommt hin. Der kommt hin. Und könnte den mit vielleicht einem Attentat aus dem Weg räumen.
Ja, okay, also wir haben ihn nur verletzt, aber auch das ist okay. Wie sieht es denn eigentlich hier so in unseren Provinzen aus, die wir bisher haben? Umkämpfte Provinz, aha, okay, die gehört uns also noch nicht vollständig. Die hier alle schon. Treptozent, okay. Jetzt lassen wir mal kurz gucken. Was haben wir hier noch? Baubericht. Athenai, das ist doch ganz toll. Da haben wir jetzt eine Gladiatorenschule. Wir müssen jetzt nur ein bisschen wieder noch mehr Wert auf Nahrung legen, weil sonst kriegen wir auch da ein Problem. Allerdings könnten wir uns stattdessen hier. Da könnten wir uns hier einfach nochmal die. Den Ziegelbrennofen gönnen. Aber wir wollen erstmal unsere Heimatregion noch ein bisschen weiter ausbauen. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Es muss doch hier irgendwo. Korruption ist natürlich auch nicht unwichtig. Baukosten und hier vorne haben wir Nahrung, genau. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo noch mit der Nahrung nach oben gehen können. Okay, hier könnten wir zweimal sogar. Allerdings müssten wir hier. Das bringt uns neun Nahrung und dauert wie lange? Vier Runden und der bringt uns fünf Runden und kostet uns vier Nahrung, bringt uns aber acht öffentliche Ordnung. Acht öffentliche Ordnung. Bam, 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 bam. Das können wir leider noch nicht hoch pimpen. Obwohl, einmal könnte man es machen, ohne dass groß was passieren sollte. Und dann müssen wir eine Runde warten. Und dann können wir das nächste Nahrungsthema angehen. Jetzt gucken wir einfach mal durch. Wir müssen auf Nahrung setzen. Ephesus. Ephesus. Das müssen wir mal umfunktionieren hier. Minus 4 öffentliche Ordnung. Funktionieren wir das doch erstmal um. Kultur haben wir hier eigentlich. Brauchen wir also hier nichts. Was könnte man denn hier noch machen? Hier machen wir nochmal ein öffentliches Gebäude. Nikomedia. Da wird auch schon fleißig gebaut. Jetzt gehen wir nochmal durch. Hier in Karalis können wir auf alle Fälle, beziehungsweise in Alalia, da haben wir 15. Das ist okay, da können wir also auch nochmal Nahrung pimpen. Hier oben haben wir 18. Also wenn wir es hier nicht machen können, dann weiß ich auch nicht. Gut, da haben wir auch ein Edikt laufen, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Natürlich schön. Aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen auf Rom gehen. Was machen wir denn hier? Geweihter Boden. Hier machen wir noch mal ein Aquädukt rein. Das soll ja alles schön zivilisiert ablaufen hier. Eins nur, okay. Das ist natürlich nicht so toll. Aber da bauen wir uns jetzt auch noch mal einen Heiligen Hain rein. Wie sich das anhört, Heiliger Hain rein. Die kosten alle Nahrung. Öffentliche Ordnung. Minus 4 Nahrung. Es gibt doch hier auch so ein Nahrungsheini. Oder? Nee, die haben keinen. Doch, der da unten, oder? Nee. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den hier rein. Und nachdem der dann fertig, schneller fertig ist, als wir bis 3 zählen können, was bringt uns der? 4 öffentliche Ordnung, dann sind wir bei 4. Dann können wir nämlich hier. Da machen wir das nach oben. Das bringt uns 4 Nahrung. Das würde uns zwar 9 Nahrung bringen, allerdings nur 6, 60 Wohlstand. Und das hier ist allein schon.
120 durch Wohlstand, plus 6 Nahrung, Wachstum pro Runde, 4 Nahrung und Handel mit Olivenöl. Außerdem natürlich noch eine verbesserte. Ja, machen wir auf alle Fälle. Fraktion vernichtet. Die BP, das waren die hier oben irgendwo. Die sind wahrscheinlich hier irgendwo gegen die Veneter gefallen, glaube ich. Die Veneter breiten sich wieder aus. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil ich glaube, mit den Venetern haben wir uns mal nicht so verstanden. Ne? Die mussten wir ja mal leider von ihrem angestammten. Wo sind sie denn hier? Aber wir handeln schon wieder mit ihnen. Das ist gut. Das ist gut. Wir könnten mit Ich Zypern höre ha euch zu, wenn Handelsabkommen ihr machen. auf mich Wollen sie nicht? zukommt. Auf unsere. Mit den Lugiern. Wollen wir da handeln? Nein, wollen wir nicht. Wollen wir denen mal einen Frieden Erzählst anbieten? ihr Wahrheit nicht? Ich mag ja Krieg, nicht. Mit Athen, das lassen wir mal. Mit den Arvernern könnten wir mal probieren, Komm, Frieden zu lasst mich machen. euch Ne. reden. Das wollen die gar nicht. Aber hier mit den Helvetiern müssten wir noch handeln Setzt können. euch, mein Freund, und lasst uns reden. Ohne den Zahlungen einfordern. Beiträgen, bis wir Wie nicht wäre es mit mehr reden können. 1500? Wie wäre es mit 500? Okay, das ist Bei toll. den Göttern, eure Worte sind die goldene Wahrheit. Goldene Ich Wahrheit. stimme dem, was ihr sagt, von ganzem Herzen zu. Mit einigen können wir nicht handeln, mit anderen wollen wir nicht handeln, mit den Icenern. Ja, gut. Götter des Jenseits, Nö, wollen sie auch nicht. Mit Zypern, wie schon gesagt, könnte man seid handeln. willkommen, Wie aber wär's mit. strafe uns Geld kann dagegen. als Reparation nach einem Krieg, Tribut zur Abwendung eines Angriffs oder als Zeichen des guten Willens Nee, wollen sie angenommen nicht, oder okay. fortgeführt. Dann haben wir Sind das solche soweit Zahlungen nicht Teil geklärt. einer diplomatischen Abmachung, gelten sie als Staatsgeschenke. Plus 4 öffentliche Ordnung. Ich bin halt am Überlegen in Rom. Brauchen wir da unbedingt? Brauchen wir das hier da unbedingt? Natürlich schon schick, ne? Andererseits könnten wir auch Norditalien noch ein bisschen besser in der Hinsicht ausrüsten. Naja, komm, wir lassen mal rum, wie es ist. Wenn wir dann den Tempel upgraden. Sollte es eigentlich wieder passen. Jetzt schauen wir nochmal woanders. Da haben wir soweit alles. Hier im Koria. Da werden wir einfach mal. Ah, das kostet uns wieder Nahrung. Ist ja momentan auch im grünen Bereich. Müssen wir also nicht unbedingt handeln. Aber hier unten. Hier unten können wir es noch. Das bringt auch Nahrung. Allerdings minus 4 öffentliche Ordnung. Was uns hier aber nicht weiter stören sollte. Und ich bin fast geneigt. Plus 7 Nahrung. Ja, das machen wir. Okay, damit haben wir all unsere Schätze, hätte ich beinahe gesagt, verprasst. Wir dürften jetzt überall noch im Kommen sein. So ist es. Wir können die Steuern also so lassen. Brauchen nichts damit anfangen. Was würde denn passieren, wenn ich mit dieser rausgehe? Da sind wir immer noch bei 6. Aber das lassen wir mal drinstehen. Es geht nur mal hier um die Optionen zu prüfen. Das hier ist unsere kleine Flottille. Wo ist unsere andere? Wir haben doch noch eine große. Kommt die darauf? Hi. Ich habe jetzt hier eigentlich überhaupt gar keinen Bock, den kleinen Athener da. Der macht uns eh nichts. Und diese Flotte hier wird uns auch nicht gefährlich. Aber der hier oben, der kann uns ärgern. Aber ich glaube, der hat eh Gewaltmarsch an, sodass wir dann nicht mehr mitkämpfen können, ne? Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Naja. Keine Stellung. Da machen wir ihn halt doch platt. Das machen wir aber automatisch. Sehr schön.
Und dann kann der noch darauf segeln, genau. Können die vielleicht noch ein paar... Nein, könnten sie, aber wir können nicht. Außerdem sind die Schweine teuer im Unterhalt, also die bringen mir auch gerade nichts. Der kommt nicht hin. Wie ist der überhaupt hier hingekommen? Wie ist der hier aufs Wasser gekommen? Wahrscheinlich hier rum. Gedüst. Ich weiß halt nicht, ob das so toll ist, wenn wir da mit denen hier angreifen. Ich glaube, da haben wir echt das Problem, ne? Dezimieren würden wir ihn wahrscheinlich. Ich bin hin und her gerissen, aber ich glaube, die Flotte ist zu klein. Die Flotte ist, glaube ich, zu klein. Die Flotte ist zu klein. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich bin jetzt aber echt nur am Überlegen, wie ich die hier ausschalten soll. Vielleicht mache ich es trotzdem nochmal so. Ich habe ja hier unten irgendwo, glaube ich, eine Stadt erweitert. Das bringt mir 2317. Wenn ich jetzt die Söldner dazu hole, das könnte gerade so gehen. Also die hier zum Beispiel, die hier, die hier. Komm, und ich mach das. Die eine Runde können wir jetzt hier verzichten mal. Auf den hier zum Beispiel können wir mal kurz verzichten noch. Und dann hole ich mir den, nämlich noch den anderen Söldner hier. So, und dann gehen wir doch gleich mal. Darüber. Okay, jetzt kann er nur noch da oben ausweichen. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass er nicht da irgendwie Unfug treibt. Die Söldner löse ich natürlich so schnell wie möglich auf. Okay, was machen wir jetzt hier? Das ist minus Korruption in unseren Provinzen, ne? Das wäre schon mal eine feine Sache. Geschossschaden für Schiffe. Hört sich nicht schlecht an. Rambok. Auch hier gibt es wieder einiges zu... Hier können wir dann... Unterhaltskosten für Söldner. Aha. Auxiliary Garnison. Ja, jetzt hat man so langsam die Qual der Wahl. Setzen wir auf Militär oder lieber nochmal hier auf... eine Runde zivile Sachen. Baustelle, Bauzeit... Alle Regionen plus Wohlstand, das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich werde das hier mit den Schiffen machen. Genau. Was wäre denn, wenn ich jetzt mal hier komplett alles mal hochsetze für eine Runde? Gehen dann viele nach unten? Makedonien geht dann nach unten, ist eh schon rot. Italien ist eh schon rot. Sieben. Noricum. Minus zwei, okay. Aber das machen wir trotzdem mal. Eine Runde gönnen wir uns das. Aber erst nachdem wir hier unsere Leute verbessert haben, ist ja klar. So, was kriegt der denn? Der kriegt hier mal die Autorität und die List. Sonst noch was? Nein. Der Hunger nach einer Schlacht. Wie kann ich euch dienlich sein? Hier könnte man mal noch ein Attentat verüben. Manipulation geht auch nicht.
Aber wir gehen trotzdem mal hier runter und spionieren hier mal so ein bisschen, damit wir wissen, was hier so Sache ist. Wir haben 4 Nahrungsüberschuss, okay. Schöne Gebäude haben sie da drin stehen. Machen wir weiter. Okay, die Libyen. Was ich ganz witzig finde, immer wenn ich neuerdings ein Spiel starte mit den Römern, so mal so zu privaten Zwecken, dann greift mich Karthago in jedem Fall immer gleich an. Dass wir mit denen da nicht im Clinch liegen, ist schon sehr verwunderlich. Okay, düster hoch. Dann müssen wir ihn doch noch ein bisschen verfolgen. Weil dieser Pergamone, der nervt mich ein bisschen. Den müssen wir jetzt mal noch ausschalten. Welcher General ist das? Okay, jetzt schauen wir mal. Baukosten, Verstärkungsrate aller Einheiten. Finde ich nicht verkehrt. Das machen wir auch. Also der ist da hochgedüst. Natürlich im... Die Frage ist halt, wenn ich jetzt da hinterher marschiere. Wie weit kommst du denn? Ich weiß ja nicht. Nimmt das ein gutes Ende? Auf alle Fälle ziehe ich die da schon mal hoch. Da kommt er schon mal nicht mehr vorbei. Ohne uns ärgerlich zu machen. Die Frage ist halt, was machen wir jetzt hier? Ne? Da kannst du jetzt mal schön Einheiten verlieren. Und das will ich eigentlich nicht. Also im schlimmsten Fall... Was passiert im schlimmsten Fall? Ich erwarte eure Befehle. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich komme aber hier auch relativ weit. So, hier sind 5. Wenn ich da rausgehe, kriegen wir da wahrscheinlich Ärger, ne? Ja, kriegen wir. Aber wir haben ja auch die Steuern ganz oben. Das können wir ja nochmal reduzieren. Und schon sind wir wieder im Plus. Wie in jeder anderen Provinz auch. Wunderbar, das geht also. Dann werde ich es nämlich anders machen. Dann gehe ich hier schon mal in Stellung. Ich will stündliche Wacht geben. So, damit, ich sag mal, ich habe jetzt zwar nicht Odysseus abgedeckt, aber selbst wenn er die City einnimmt, dann hole ich sie mir halt wieder zurück. Das ist dann so. Aber ich kann jetzt zeitgleich meinen Vormarsch natürlich hier verstärken. Ist die im Plus? Ne, die ist 4 im Minus. Dann müssen wir nochmal nach Nikomedia rein. Okay, und von da aus hole ich mir dann Pesinos. Und kam hier von dort. Okay, das gehört auch noch Pergamon. Hier ist nochmal Athen. Athen. Das ist doch ein Pech für die. Ist da doch minus 5. Aber ich könnte jetzt hier eins machen und zwar mal, ich mach's noch nicht, eine Runde warte ich noch, aber dann lege ich lieber die Flotten hier mal zusammen und dann schauen wir mal, was passiert.
So, und gegen Streiter sind doch eigentlich die hier ganz gut, angeblich. Und der ist doch so ein Superman. Ah, gut, der Superman bringt hier gar nichts. Oder waren es die Spione gegen die Streiter? Auf alle Fälle schon mal besser. Manipulation 23. Wie kann ich euch dienen? Streiter gegen Streiter. Der hat noch den besten Manipulationswert. Ich werde mal versuchen, mit meinem Spion den niederzumetzeln. Ich werde Ihnen ein Ende setzen. Es tut mir leid. Ja, mir tut's auch leid. Sehr schön. List. Ja. Der kann da ein schönes Gemetzel veranstalten jetzt. Dann können wir das hier mal umbauen. Ja, und dann gehen wir einfach mal wieder hindurch. Wir sollten jetzt hier oben nur mal gucken, dass wir uns so langsam hier auch wieder eine schöne Armee noch aufbauen. Ja. Prätorianer und erste Kohorte können die machen. Gut. Und Equites. Dann machen wir nochmal zwei Equites. Und zwei von denen hier. Ja, das mal vier Speere, vier Reiterei. Und dann müssen wir mal gucken. Ich kann noch nirgendwo eine verkackte Balliste bauen, oder? Da brauche ich wahrscheinlich dieses. Ja, klar. Pionierwerkstatt brauche ich da. Eine Pionierwerkstatt brauche ich da. Ich meine, gerade hier oben sollte man vielleicht trotzdem so ein bisschen mehr auf Militär setzen, ne? Das bringt aber Nahrung, das kann ich schlecht wegmachen. Das bringt öffentliche Ordnung. Oder wir müssen halt einfach warten, bis die Städte hier wachsen. Aber da ist mal gerade null Wachstum, ne? Da müssen wir wahrscheinlich hier dann in den sauren Apfel beißen. Minus 8 Nahrung. Mädlern, wollen wir die verstärken? Wird uns jede Menge Nahrung kosten. Sechs Nahrung. Ja, komm, wir machen das jetzt hier einfach mal und verstärken hier oben die Städte. Hier wollte man diesen Heim bauen, das machen wir auch. Hier wollte man das fortentwickeln. Das fortentwickeln. Brundisium, da warten wir jetzt einfach nochmal. Öffentliche Ordnung, allerdings können wir hier noch Nahrung herstellen. In Rom wird eigentlich auch noch gewachsen, da könnte man aber auch mal. Hier könnte man zumindest. Ah, da schaut doch her, da kann ich doch schon eine Balliste bauen. Das machen wir doch gleich mal. Die kann ich dann nämlich da hochbringen. Kann ich vielleicht hier. Ich kann eine Armee aufstellen sogar. Was habe ich denn hier noch? Baukosten für Stadtzentrum, örtliche Provinz. Hingabe. Nehmen wir den. Gut, dann kann der das da raufbringen, das ist prima. Okay, Problem gelöst eigentlich. So, und jetzt müssen wir hier gucken. Hier haben wir das ja schon soweit alles bewegt. Jetzt müssen wir hier noch was machen. Was machen wir denn hier? Ich bin ja Brunnenanlage, die wird umfunktioniert. Die öffentlichen Spiele werden hier gemacht.
Sollen wir denen noch ein bisschen Kultur mitgeben oder lieber Wohlstand durch Industrie? Ist halt jetzt die Frage, ne? Römische Balliste. Nee, komm, denen soll's gut gehen. Die kriegen hier irgendwie dann... Was kann man hier noch machen? Vielleicht eine Forschungsrate. Ne, das kostet mich eigentlich alles Nahrung. Minus 4 Nahrung. Sklavenhandel, öffentliche... Nein, das meine ich nicht. Wohlstand durch lokalen Handel. Wohlstand durch Sklaven. Und hier... Ich glaube, die Brunnenanlage habe ich ja schon. Das kostet mich alles Nahrung, ne? Ja. Dann machen wir doch hier noch ein bisschen Kultur rein. Hier haben wir Blei. Natürlich auch ganz schick. Und eine wahnsinns öffentliche Ordnung. So dass wir hier auch nochmal auf Nahrung setzen können und dann dürften wir unser Nahrungsproblem echt in den Griff haben. Du gehst schon mal da rein. Mein Können steht euch zur Verfügung. Ich werde dafür sorgen, dass die Römer. Okay. Du gehst mal bitte nach hier. Ich bin bei euch. Da müssen wir halt jetzt ein bisschen warten hier. Minus 4 öffentliche Ordnung. Sollte man das hier stoppen? Und niederreißen? Ich glaube, das machen wir. Wir reißen das nieder und bauen hier was fürs Militär hin. Das scheint mir doch sinnvoller. Zumal wir ja dann hier trotzdem eine relativ große Provinz haben. Das gucken wir uns nochmal kurz auf der Karte an. Asia ist hier. Wäre schon cool, wenn wir hier so ein bisschen Militär wenigstens hätten. Macht also durchaus Sinn. Pesinus, Rhodos gehört mit dazu. Aha. Ja. Müssen wir dann mal gucken. Okay, das war aber wieder eine Folge mit... mir, Don Firenze und Rome 2 Total War mit den Römern und dem Haus der Junior. Wir haben diese Runde zwar nicht viel, wie soll ich sagen, erobert und Schlachten geschlagen, aber es war eine sehr gute Runde, um unser Reich vorwärts zu bringen. Das war doch ganz anständig. Und ja, hier ist ein bisschen viel Militär drin, aber ist schon okay. Wir Römer brauchen ja auch immer Militär. Allerdings gibt es hier irgendwo noch eine Auxiliary-Kaserne. Doch, das passt. Ein Brundisium. Wichtig ist halt, dass der Karthager sich hier so ruhig verhält. Und das wundert mich und freut mich trotzdem. Das hier könnte auch nochmal... Oh, das machen wir auch. Das bringt nämlich auch nochmal Nahrung. Und dann sollten wir hier doch an der Nahrungsmittelknappheit vorbeischrammen. Gut. Dann nächste Folge, wenn wir uns hier oben endlich diese blöde Armee hier schnappen. Mal gucken, was er da macht. Bin ich gespannt. Dann holen wir uns hier Pesinus und Ankyra. Das ist wahrscheinlich Ankara. Und dann holen wir uns noch Pergamon. So, und hier haben wir Zypern. Zweimal Zypern. Einmal Rhodos. Einmal Knossos. Vielleicht sind dann als nächstes erstmal die Inseln dran, weil die möchte ich schon als Sprungbrett einnehmen, wenn ich jetzt nicht gerade ein Bündnis mit denen habe oder so. Ja, und dann kann uns da eigentlich schon nichts mehr schief gehen. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Don Firenze.